Oh, nächstes Video mit Models Pfeife ausliefern und rauchen. So, komm, wir gucken mal hier rein. The Hooker liefert Shisha-Bestellung mit Lambo und Ferrari aus. Ich bin sehr gespannt. So, ich bin der Oktay, Inhaber, Betreiber von dieser Marke. Ja, seit etwa über 4 Jahren beschäftige ich mich mit Wasserpfeifen. Ich habe mal beschlossen, einfach mal mit unseren Fahrzeugen 2 Lieferungen auszufahren. Den Lambo werde ich fahren, die Ferrari wird die Alexa fahren. Und einfach mal zu sehen, welche Kunden tatsächlich bei uns bestellen, wer bei uns bestellt und mit welche Ambitionen bei uns bestellt. Und ausliefern, anschauen, einfach mal Danke sagen. Ambition gibt viel Rauch. Dass man einfach mal Danke sagt. Die Möglichkeit haben wir ja sonst nicht am Telefon, per E-Mail oder per Instagram. Das halt ist mir sehr wichtig, dass man heute mal das Fazit Danke, Dankbarkeit mal hochschreibt. Wir würden auch gerne dann, je nachdem, ob die das mitmachen, eine Probefahrt anbieten, dass man mal eine Runde mit denen dreht. Digga, ich will auch eine Probefahrt. Kann ich mir jetzt eine Pfeife bei The Hooker bestellen und reinschreiben, bitte Lieferung nur mit Lambo oder Ferrari und mitfahren? Das ist halt einfach ein Format, was wir jetzt einfach mal machen wollen. Und in die Kommentare könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Und Roomtour und Geschäftsphilosophie und sowas wird auch noch kommen. Aber wir werden das so machen unter den besten Vorschläge. Finde ich eigentlich ganz geil. Es gibt sehr wenige Marken, die selbst auf Social Media vertreten sind und mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff machen. Ist ja eigentlich so geil. Ich meine, ich kann das manchmal sehen, wenn ich irgendwelche Marken mal besuchen darf. Aber für die meisten Leute ist das ja komplett verborgen. Und ich glaube schon, dass sich viele dafür interessieren würden. Wie sieht denn so ein Lager aus? Wie laufen denn so Bestellungen ab? Wie ist euer Arbeitsalltag und all so Sachen, oder? Safe. Verlosen meine Pfeife. Derjenige, der uns den besten Videocontent-Format vorschlägt, was wir nachher umsetzen werden, wird von uns dann angeschrieben, wird auch eine Pfeife geschenkt bekommen. Das war eben mein Content-Vorschlag. Ja, dann werden wir jetzt die Autos packen und gleich losfahren. So, Freunde. Wie viel geht denn in so ein Lambo rein? Da kriegst du doch nur einen Kopf rein, oder? Die Bestellung, der hat einfach eine Pfeife bestellt, haben wir mal einen Hoodie dazugelegt, ein paar Sticker legen wir dazu. Ja, wir gucken mal, wie viel reinpasst überhaupt. Schlüsselanhänger. Wir haben eigene Trinkgläser mit unserem Logo und so einem Zeug. Moment. Okay, alles klar. Jetzt hoffen wir, dass das alles dann passt. Passt da jetzt so eine Pfeife rein? Passt immer viel rein, ne? Digga, ich hätte den Motor ausgemacht. Also Tipp für Oktay fürs nächste Video. Motor ausmachen, wenn man redet. Klingt natürlich geil, aber ich höre fast nur Motor. Okay. Das war die erste Lieferung. Jo. So, laut unserem Navigationssystem haben wir noch 1 Minute. Krass, der Lambo hat sogar CarPlay drin. Das ist schon sehr geil. Anfahrt zu der ersten Lieferung des Tages. Wir beliefern unseren Kunden, da ist Carlos. Ich bin sehr gespannt, wen wir da jetzt erwarten und über seine Geschichte, wie der auf uns aufmerksam geworden ist und wie der dann am Ende des Tages. Ich muss sagen, Oktay macht das ziemlich gut fürs erste Mal im Video sein, oder? Die Lieferung findet, er hat die Bumblebee bestellt. Das ist auch eine sehr industrielle Pfeife. Wir werden die zusammen aufbauen und einfach mal den dabei beobachten, was dann für eine Reaktion kommt. Ob das Gesicht eher hoch oder runter fällt. Und alles weiter gleich vor Ort. So, grüß dich, Carlos. Ich bin Oktay. Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Hi. So, deine Bestellung ist hier drin. Wenn sie jemand ausgestellt. Hi. Carlos, deine Bestellung ist ja irgendwo hier drin. Die haben wir alles nämlich eingepackt. Sogar mit beiden Autos hingefahren, oder was? Für den Flex, wer kommt denn nur mit dem Lambo oder nur mit dem Ferrari aus dem Weg, Geringverdiener? Natürlich kommen wir mit beiden Autos. Na gut, wenn die nette Dame da noch mit dabei ist und dann noch der Kameramann dabei ist, dann reicht dir auch ein Auto einfach nicht. Mich an, was ich gerade heute Morgen in die Hände bekommen habe. Das ist eine Bestellung. Also, wir würden das halt ganz gerne zusammen aufbauen, dass du das mal anguckst, yeah, und erzählst uns mal, wie du überhaupt darauf gekommen bist, bei uns zu bestellen oder bei mir zu bestellen. Ich gebe dir noch ein bisschen was in die Hand, weil alles alleine, ich habe noch ein paar Sticker mitgebracht, yeah, dass der langweilig wird. Wir haben dir einen Hoodie mitgebracht, hoffen, dass er passt. Das ist deine Bestellung, wir haben noch ein paar Gläser mit. Stimmt, wenn du so einen Hoodie einpackst, also was nimmst du denn für eine Größe mit? Mitgebracht hier. Musst du am Namen schätzen. Carlos wird schon ein stabiler Kerl sein. Nehmen wir mal XL. So, Trinkgläser. Und einige Kugelschreiber eingepackt. Moment. Freund of you, der Mann wollte eigentlich heimlich eine Shisha bestellen, weil es die Freundin nicht erlaubt. Ja, dann auf jeden Fall am Arsch. So, dann. Aber Respekt, dass die Pfeife in den Ferrari gepasst hat. Hätte ich irgendwie nicht mit gerechnet, dass man da so einen ganzen Karton reinkriegt. So, dann zeigen wir mal dir deine Pfeife. Das ist alles V2A Edelstahl. Ne? Ja. Das ist so Gunmetal Anthrazit mit Gelb. Ja. Gelb-Gold. Soll halt Bumblebee-Farben einfach sein.
Es gibt immer 3-4 Möglichkeiten, so eine Bowl kaputt zu kriegen. Würde nicht kaputt machen. Ja, da gibt es noch die 4. Version, würde ich sagen. Also, die erste Version, die fällt hin. Die 2. Version ist, keine Ahnung, du machst zu warmes Wasser rein. Entsteht eine Spannung. Die Bowl kann platzen. Also immer kaltes Wasser verwenden. Und die 3. Version ist... Ja, weder eiskalt noch super heiß. Und vor allem nicht die Übergänge. Also wenn du die Bowl die ganze Zeit in der Sonne stehen lässt und du dann eiskaltes Wasser reinmachst, dann ist das halt ein sehr großer Temperaturunterschied und das könnte halt zu Rissen führen. Fragen tatsächlich immer noch die Pfeife. Diese fragen die Pfeife immer noch so, ne? An der Rauchsäule. Dann hast du halt hier... aufgehoben. Ja, ich erkläre, warum du nicht machen sollst. Der Ring ist hier umgeklebt. Ne? Ist auch soweit alles ganz gut. Das geht auch bestimmt eine ganze Weile gut. Du hast eine Bowl, die wiegt ungefähr 3 Kilo, du hast da schon mal Wasser da drin, ich sag mal 2 Liter, bis bei 5 Kilo. So, jetzt hast du dann immer so ein Hin- und Herlaufen, da hast du immer so, ich sag mal, physikalische Kräfte, die auf diesen Ring hin und her bewegen und irgendwann löst sich der Kleber. Und dann... Ja, also ganz einfach, Pfeifen immer an der Bowl nehmen, fertig, dann kann dir sowas nicht passieren. Dann fällt die Bowl auf den Boden, dann ist sie hinüber. So. Und die letzte Version... Der Junge denkt sich gerade, ey, Oktay, sei mir nicht böse, aber ich will einfach meine neue Pfeife rauchen. Ist, was auch oft vorkommt, die Leute haben die Pfeife immer draußen stehen. Ja. Im Winter, auf dem Balkon, im Gartenhäuschen und dann ist da Wasser drin und dann platzt sie, weil die andere kaputt fällt. Das sind die ganzen Versionen, wo so eine Bowl kaputt gehen kann. Das war's. So, das ist unsere Ehrenzange, die haben wir immer mal, ich weiß nicht, die haben es glaube ich abgestimmt auf Instagram, wie die Zange heißen soll. Die ist auch relativ robust, du kannst damit auch ganz gut... Steaks oder was funktioniert, Würstchen. Ich habe auch schon mal mit einer Shisha-Zange gekocht, weil ich nichts anderes gefunden habe. Sehr, sehr gut. Schnitzel in der Pfanne wenden, kein Problem mit einer Shisha-Zange. Also guckt halt, dass da nicht irgendwie ekelhafte Tabakreste und Kohle dranhängen, ne? Aber funktioniert. Diese Dinge heißen Schlauchadapter, Schlauchhalter. Aber im Prinzip sind es jetzt keine Schlauchhalter, weil das sind ja eher Mundstückhalter. Yeah. Das ist also ein optischer Aspekt. Manchen gefällt das, manchen gefällt es halt irgendwie nicht. Dann sind die also mir gefällt das nicht. Also diese Pinöpel, die dann so unterm Schlauchanschluss hängen, dann kann man da so das Mundstück draufstecken. Ich finde die schrecklich. Aber es ist Geschmackssache. Das hast du so schon mal bestimmt gesehen. Also das nennt sich eigentlich ein Knickschutzfeder. Ne? Ach so, vom Schlauch. Ja, ja, wir haben jetzt relativ hochwertige Schläuche dabei. Ja, aber dann sagt man trotzdem, man tut einfach mal so einen Knickschutzfeder drumherum. Dass einfach dein Schlauch gewährleistet ist, dass es nicht beim Rauchen abknickt und dass du dann irgendwie. Okay, nächste Frage für den Chat. Mögt ihr eher flexible oder stabile Schläuche? Weil ich mag eigentlich flexible Schläuche sehr gerne. Also ich mag das, wenn die hier nicht, keine Ahnung, es gibt ja Schläuche, die hängen gefühlt so da, wenn du die nicht schon 8 Monate benutzt. Weil ich mag es eher flexibel. Also bevor wir Kohle drauflegen, und du soll, sofern du sagst, okay, ich will diesen Kohlenaufsatz benutzen, dann will ich ihn erstmal abfällen. Dass halt, den man einfach da hinstellst, mal hier. Das ist schon mal wichtig, dass er das erklärt. Ich glaube, das machen immer noch einige Leute nicht. Und dann habe ich wieder eine DM im Postfach, die sagt, ich habe mir eine Shisha gekauft, aber die schmeckt scheiße. Hast du alles abgebrannt? Abgebrannt? Dann sag ich, ja, guck dir nochmal HMD-Guide oder sowas an, da ist das alles drin. Carlos, hi. Carlos, jetzt darfst du dir aussuchen, mit welchem Fahrzeug du mitfahren willst. Oh, stimmt, die Probefahrt kommt ja noch. Habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Oh, was würdet ihr nehmen? Ich glaube, ich würde Ferrari nehmen. Ich weiß es aber nicht. Lambo ist auch schon geil. Du hast ja Lambo gesagt, oder Ferrari, ist ja egal. Lambo ist geiler. Ich nehme Lambo. Ferrari, wenn sie fährt. Okay. Der alte Charmeur hier. Sie ist nicht gefahren. Der Oktay aufpassen, dass ihn dafür nicht jemand hops nimmt. Also ich meine, ich kann jetzt schlecht einschätzen, wie viel das ist, aber man sieht, dass es ein Wohngebiet ist. Da muss man aufpassen auf YouTube. Er hat sogar schon seinen Hooker-Pulli an. Und? Das ist auf jeden Fall ein anderes Feeling. Das Einzige, was mich stört, wären die Sitze bei den Autos. Hätten die weichere Sitze, wären das eigentlich echt schöne Autos. Ja. Gibt's ja auch, Carlos. Weil das ist schon echt... Die gibt's ja auch ganz normale Sitze. Ja gut, sind wahrscheinlich schon relativ unbequeme Schalensitze, sag ich mal, ne? Ja, da ziehen wir uns auch noch das zweite rein, oder? So, Freunde, jetzt sind wir aber bei unserer zweiten Lieferung. Im letzten Video haben wir unseren Freund, Kunden Carlos beliefert. Jetzt sind wir hier irgendwo in Marburg oder bei Marburg an der Lahn.
und fahren gerade zum... Krass, also auch schon ein Stückchen gefahren, finde ich gut. Alexander, freue ich mich schon drauf, den Alexander kennenzulernen. Hi. Hallo. Hier. Ja, eigentlich als... gleich ganze Family am Start. So, hier Alex. Ich hab ja auch was. Ja, danke. Wie, der Vater hat bestellt oder was? Ich hätte schwören können, dass jetzt der Sohn bestellt hat. Aber er ist anscheinend Alex. Das kannst du, okay, das kann er halten. Aber halt mal fest, die haben schon eine. Mhm. Die haben einfach noch eine zweite gekauft. Das ist ein Urlaub, zwei nebeneinander zu haben. Bitte hat das wild. Ja. Und auch Funnel HMD drauf. Nicht mein Lieblings-HMD, aber schon mal stabiles Setup. Ja, ich hatte schon eine. Hast schon eine? Genau die in Silber gehabt. Ja? Alex, aber das sind hier Ehrenmänner. Guck mal, hab schon eine und bestellt eine zweite. Geil. Ja, bin ich ganz stolz auf sowas. So, dann kann man mal die Bildreinschaft zeigen. Das ist das in der Hand gravierte Bowl, komplett handmade. Man kann halt die ganzen Gravuren sehen, ist alles mit am Stein gemacht. Ne? Mhm. Da sitzen die halt wirklich lange und streifen das alles rein. Du musst anschließend aber sehr aufwendig poliert werden. Man glaubt es nicht, das Glas ist deutlich härter als Material zum Polieren alles. Wie jetzt Edelstahl. Edelstahl ist eher da Witz gegen. Der Tim, brauchst du mal ein bisschen Probe fahren gleich? Den Fall, ja. Ja, von welchem denn von den beiden? Und was denkt ihr? Nimmt der Lambo oder nimmt der Ferrari? Ich glaube, ich würde Ferrari nehmen. Lambo, ja. Lambo auch? Lambo. Ah. Ist auch der sportlichere von den beiden, würde ich sagen. Mhm. Ja, mach Wasser rein und so alles, damit das mal loslegen kann. Also mit den kurzen B-Roll-Zusammenschnitten finde ich sehr, sehr nice gemacht. Die Schlauchhalter bzw. Mundstückhalter haben wir ja schon drüber geredet, wäre jetzt nicht meins. Schon wirklich krank, oder? Scheiß auf den Lambo, die Mädels von der Hooker sollen mir meine Pfeife bringen. Oh, nächstes Video mit Models Pfeife ausliefern und rauchen. Sehe ich mich, bestelle ich auch. So ganz geheuer ist es ihm aber noch nicht, oder? Papa darf auch noch eine Runde. Ehre. Papa war vorher schon traurig, dass er nicht mitfahren dürfte. Jetzt darf Papa auch noch eine Runde. Also der Team hat gesagt, wollt ihr auch eine Runde machen? Ja, ja, gesagt, ja. Dann fahren wir halt. Weißt du, was sagt man nicht, ne? Okay, bis gleich. Alex, wie war's? Top. Erstmal in meinem Leben. Ja. Rambo gefahren. Ist die Pfeife fertig? Okay. Die wichtigen Fragen. So nämlich. Ich muss zur Pfeife und dann würde ich sagen, das nehmen wir mit. Es war, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir das mal gemacht haben. Mit den Sachen ausliefern, würde ich sagen. Ich fand das ganz toll. Danke, Michi. Danke. Alex, viel Spaß gemacht. Tim hat mich auch gefreut. Schon irre, dass der Vater dann einfach auf der Terrasse mit seinem Sohn ein schönes Köpfchen raucht. Sehr nice. Mich auch, ne? So, jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben die zweite Lieferung, würde man sagen, positiv. Boah, sieht voll nice da aus. Weiß gar nicht mehr, wo der Hooker ist. Ich war da auch mal, aber vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so, war ich da mal. Hab Pizza bestellt. Aber da war der Lambo, das war irgendwann im Winter. Da war der Lambo hat ja hier, ne, wie heißt das? Saison-Kennzeichen hat er. Bei Tim, seinem Vater Alex, geliefert, ausgeliefert und, ja, da waren wir zum Schluss noch was essen gewesen. Ja, wir wurden wirklich sehr freundlich empfangen. Da wird man auch noch zum Essen eingeladen. So ein Ding ist das. Und das war alles sehr gastfreundlich bei uns gewesen. Und ich bin sehr dankbar darüber. Ja, Aussicht, ich war echt positiv schön. Überrascht. Auch bei der ersten Lieferung, genauso jetzt wie bei der zweiten Lieferung, war alles sehr entspannt abgelaufen. Und man ist dann doch sehr stolz für das, was man aufgebaut hat an Produkt, was man ausgeliefert hat. Kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, schon geil, wenn du immer so ein Produkt machst, aber dann auch das mal selbst zu den Kunden bringst, ist schon geil. Stelle ich mir auch cool vor. Hat und was das dann doch für eine Resonanz gebracht hat, bin ich sehr zufrieden. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Jungs, Mädels. Sagt man das überhaupt? Freunde und Nicht-Freunde, habe ich heute Morgen geübt. Das sagt man nicht, aber es gibt ja Freunde, die ihr wahrscheinlich ja seht und vielleicht auch Nicht-Freunde. Das sind ja nicht alles Freunde, oder? Das stimmt. Okay, Freunde. Bleiben wir bei Freunde. Dann bis zum nächsten Mal. Alles cool gemacht. Also für einen YouTube-Anfang finde ich die Qualität sehr, sehr nice. Kriegt auch ein Däumchen.